Ja, wir haben schon ganz viel gehört zum Thema Vernetzung. Auch in den Trancen jetzt habt ihr ja ganz viel dazu wahrgenommen und ich will jetzt einfach noch ein bisschen auf die Biologie der Vernetzung eingehen. Also das, was der Pilz tatsächlich im Physischen auch tut, macht er nämlich auch ganz spannende Sachen, um Organismen miteinander zu vernetzen und in Kommunikation zu bringen. Ja, okay, dann so. Also, wir sehen hier eine Wurzel, reicht ins Erdreich. Linke Seite ist jetzt Erde, das hier sind so Mineralstoffe, Spurenelemente, die die Wurzel gerne aufnehmen möchte. Sieht man also, was passiert? Die hat eine relativ geringe Oberfläche, ja? Also das heißt, die kommt an wenigen Bereichen überhaupt an diese Nährstoffe ran. Was also deshalb ganz oft passiert, ist, dass diese Pilze mit den Wurzeln in Symbiose gehen. Weil was dann passiert ist, dass sich diese Oberfläche, die zur Verfügung steht, plötzlich viel, viel größer ist. Das heißt, die Pilze explorieren mit ihrem Netzwerk den Erdboden, suchen nach diesen Spurenelementen, nach den Nährstoffen, bringen sie zur Wurzel und die Wurzel gibt dem Pilz im Austausch dafür Zucker. Ja, weil die Pflanze macht mit Photosynthese Zucker aus dem Sonnenlicht, versorgt den Pilz damit und der Pilz gibt im Gegenzug der Pflanze dafür die Nährstoffe, wo sie sonst mit ihren Wurzeln nicht so gut rankommt. Diese Pilze nennt man Mykorrhiza-Pilze. Gibt es verschiedene Arten, aber die sind dann immer assoziiert mit den Pflanzen. Jetzt gucken wir mal, wie das Ganze in echt aussieht. Wahnsinn. Das ist eine Wurzel. Ja, sieht man also, man denkt ja, Wurzeln an sich sind total fein, ja. Wenn man dann mal einen Vergleich hat, die Hyphen mit den Wurzeln, da erschließt sich schon ziemlich schnell, dass das einfach sehr viel effektiver ist, wenn die Pilze auf Suche nach diesen Nährstoffen gehen. Und mal ein Vergleich. Pflanzen gleichzeitig gepflanzt unter gleichen Bedingungen, einmal mit Mykorrhiza-Pilzen, einmal ohne Mykorrhiza-Pilze. Gibt es auch ganz oft in solchen Zuchtsets zu erwerben, auch für den Heimgebrauch, für den Garten und so weiter, weil das macht sich tatsächlich sehr bemerkbar. Ja, und die Pilze stellen sozusagen Verbindungsstrukturen her, sowohl für diese Mineralstoffe, die durch die Hyphen durchgeleitet werden. Aber sie gehen auch in Kontakt mit anderen Organismen, mit Mikroorganismen im Erdreich, zum Beispiel mit Bakterien. Und da will ich euch einfach mal einen kurzen Film zeigen. Der ist in der Forschungsgruppe entstanden, in der ich meine Doktorarbeit gemacht habe. Und ein Kollege von mir hat so die Wanderung von Bakterien auf diesen Pilzhyphen untersucht. Finde ich auch ganz spannend. Genau, wir sehen hier die Hyphen, hier läuft dieses Plasma durch, wo die ganzen Stoffe transportiert werden. Und der Pilz ist immer wieder beim Schleim, hat eine Schleimschicht hier auf den Hyphen drauf. Und darauf können sich die Bakterien fortbewegen, wie so auf einer Straße. Ja, es ist so ein richtiger Highway. Total spannend, weil die Bakterien können dadurch auch an Orte im Boden gelangen, wo sie sonst nicht hin könnten, weil die können sich nicht durch so Luftphasen bewegen, die sind auf Wasserphasen angewiesen. Und da der Pilz hier so eine Schleimschicht drüber hat, können die hier lang gehen. Sonst hier lang könnten sie nicht, weil da ist Luft und der Pilz stellt sozusagen die Straße dar. Im Innen ist es die U-Bahn, wie wir hier sehen. Da laufen die Sachen hier drin lang und im Außen ist er der Highway, die Autobahn für die Bakterien. So, das ist das eine oder das sind die zwei Dinge, die der Pilz macht. Das nächste ist, dass er aber auch nicht nur mit den Pflanzen in Austausch steht. Er kriegt Zucker, die kriegen Nährstoffe, sondern er verbindet auch die Pflanzen untereinander. Und da wurde ein ganz schöner Begriff für geprägt, und zwar das Wood Wide Web. Also nicht das World Wide Web, sondern das Wood Wide Web. Weil man hat tatsächlich gesehen, dass diese Pflanzen über die Pilze miteinander in Kontakt stehen. Also diese Mykorrhiza sind schon ganz, ganz lange bekannt, was die machen. Aber das ist noch nicht so lange bekannt, dass die Pflanzen tatsächlich miteinander kommunizieren können. Die können das auch über volatile Stoffe zum Beispiel, die über die Luft transportiert werden, aber über die Pilze geht es noch über viel weitere Strecken und sehr präzise. Zwei Beispiele dafür sind zum Beispiel, wenn hier die Mutterpflanze ist und die Tochterpflanzen wachsen hier, kann sie entsprechend Nährstoffe zu den Tochterpflanzen schicken,
oder Abwehrstoffe, falls irgendwie ein Schädling sich einschleichen möchte, und kann diese Pflanzen unterstützen. Und dann gibt es aber auch die andere Seite, das Darknet sozusagen. Bei Walnüssen passiert das zum Beispiel. Die können andere Pflanzen in ihrer Umgebung, die sie da nicht haben wollen, über dieses Pilznetzwerk vernichten sozusagen, damit sie wieder Platz für sich haben. Genau, dann erinnere ich euch noch mal kurz an diese wundervolle Form der Vernetzung. Könnt ihr euch bestimmt noch erinnern von gestern, wo also diese Vernetzung zwischen diesen Nahrungspunkten hier stattfindet, die unglaublich effektiv ist, also effektiver häufig als die Systeme, die wir selber mit unserem Verstand schaffen. Und da sind wir dann auch wieder bei dem, was Andreas immer gesagt hat, dass ihm das Ganze so sehr an Pandora erinnert, ja? Also diesen Film Avatar, wo sozusagen ein Baum, da gibt es diese Vernetzungsstelle, und über diese Vernetzungsstelle können alle in dieses Bewusstsein der Erde eindringen. Und so ähnlich ist es bei unseren Wäldern tatsächlich, dass ja alles unterirdisch miteinander vernetzt ist. Das heißt, diese Bäume stehen alle miteinander in Kontakt. Und wenn wir über das, was wir jetzt gemacht haben, was wir heute gemacht haben, mit diesem Netzwerk in Kontakt gehen, dann sind wir im Prinzip auch mit Mutter Erde in Kontakt, mit diesem großen Netzwerk in Kontakt. Den kennen bestimmt einige von euch. Terence McKenna, der sich sehr viel mit den Pilzen, vor allen Dingen mit den magischen Pilzen, beschäftigt hat. Und von dem stammt der schöne Satz: Pilze sind die Tore zur Seele von Mutter Erde. Also genau das, was auch in diesem Avatar-Film so schön zum Tragen kam. Und der Terence McKenna, jetzt ein bisschen abschweifen von der Vernetzungsgeschichte, aber ich fand es einfach ganz spannend. Andreas hat es auch im Anfang mal ganz kurz anklingen lassen. Der hat eine Hypothese entwickelt, und zwar, er nennt es die Stoned Ape Theory. Das heißt, woher ist der plötzliche Quantensprung gekommen, der uns von den Affen unterscheidet? Und seine Theorie ist, dass diese Gemeinschaften irgendwann angefangen haben, auf der Suche nach Nahrung. Ja, also wenn wir uns vorstellen, Nahrung ist knapp, wir sind auf der Suche zum Beispiel nach Tieren, um etwas jagen zu können. Wonach suchen wir? Wir suchen nach Fußspuren, wir suchen nach tierischen Hinterlassenschaften, also nach Dung. Und diese Pilze wachsen ja sehr häufig auf Dung und sind auch häufig ein bisschen größer dann. Und seine Theorie oder seine Idee ist einfach, dass sie dann angefangen haben, diese Pilze zu essen. Und wenn das über tausende Male, hunderttausende Male, Millionen Male passiert, ja, diese Vernetzung, dieses Soziale, weil das, was dann auch passiert, ist einfach, dass diese Gruppen besser zusammenhalten, dass diese Gruppen besser vernetzt sind, weil es eben nicht um jetzt das Überleben unbedingt des Individuums geht, sondern es geht um Führungsqualitäten sozusagen, die dort auch entwickelt werden, um Empathie und um Zusammenhalt. Und seine Theorie ist also, dass diese Pilze einen ganz großen Einfluss darauf hatten, oder den entscheidenden Einfluss darauf hatten, dass der Mensch sich vom Affen irgendwann getrennt hat oder weiterentwickelt hat. Genau, und hier seht ihr nochmal diese Pilze, wie sie auf dem Dung wachsen. Genau. Ja, und was diese Pilze eben auch machen, ist, dass sie die Vernetzung im Gehirn vermehren. Das ist jetzt grafisch dargestellt, sind es die Vernetzungen im Gehirn. Ja? Also das sind jetzt Hauptverbindungen zwischen verschiedenen Gehirnarealen in einer normalen Kontrollperson sozusagen. Ja? Und wenn die Person Psilocybin einnimmt, sieht das Ganze so aus. Ja? Das heißt, es werden neue Verknüpfungen gebildet, es wird die Kreativität angeregt und es wird auch die Entstehung von Nervenzellen angeregt.
Das ist auch was der Paul Stamets ganz viel untersucht. Das ist ein amerikanischer Mykologe, kann ich euch total empfehlen. Ganz spannender Mensch, trägt immer so einen Hut aus Pilz. Total toll. Und das Psilocybin ist einfach ganz entscheidend an der Synthese von Neuronen beteiligt, also an der Neurogenese. Ja, sodass, also er hat eine Geschichte erzählt von einem Freund von ihm, der schon über 80 war und nichts mehr gehört hat und der einen Pilz genommen hat und dann plötzlich wieder alles da war. Ja, also es war jetzt sozusagen nicht pathologisch irgendwie abgeschaltet, aber dieses Psilocybin hat es ermöglicht, dass sich die Nervenbahnen wieder neu gebildet haben und auch der Hörsinn wieder zurückgekommen ist. Ja, dann habe ich noch einen schönen Satz von Terence McKenna. Die Natur liebt den Mut. Entscheide dich dazu, dich ganz hinzugeben, und die Natur wird dir auf diese Hingabe antworten, indem sie alle Hindernisse aus dem Weg räumt. Wahnsinn. Ist es auch der Kahlkopf daneben? Nee. Nee. Und wenn wir dann wieder an unsere Gemeinschaften denken, so wie wir jetzt gerade hier sitzen, im Kreis, das sind wir, unsere Fruchtkörper hier oben und unten sind wir alle miteinander vernetzt. Und im Kreis, das finde ich auch so. Und im Kreis, und genau. Im Kreis, nicht im Rechteck. Nein. Genau. Ja, und das ist einfach ein schönes Bild, an das man sich immer erinnern kann. Das ist die Magie oder eine der großen Benefits, die der Kreis ausmacht. Dass wir uns im Kreis wieder erinnern können. Im Kreis fällt es uns manchmal leichter, uns wieder zu erinnern an das, was uns miteinander verbindet. Ja, und hier will ich euch noch ein paar schöne Analogien zeigen. Es sind natürlich nicht nur die Pilze, die diese Vernetzungen so schön zeigen, sondern es ist ja immer so bei den Dingen, die so eine ganz tiefe Wahrheit haben, dass sie sich in ganz verschiedenen Bereichen der Natur wiederfinden. Also hier haben wir nochmal ein Pilznetzwerk, so wie wir es unter dem Mikroskop sehen. Das ist eine Modellierung des Weltraums, des Weltalls, so wie es mit schwarzer Materie gefüllt ist. Sieht für mich total aus wie ein Pilznetzwerk. Das ist eine Nervenzelle. Und das ist eine Modellierung des World Wide Web, des Internets. Ja, und so trifft sich eben alles wieder im gleichen Kern wieder. Genau. Ja. Punkt. So viel